Jo Leute, ich begrüße euch zurück zu Starbound. Und ihr seht es, eine neue Figur, was ist da los? Ja, da ist los, dass ich einfach Lust hatte, mir eine neue Figur zu machen. Es ist der Twerking Hamster. Möchte ich nur mal so kurz in den Raum werfen. Neuer Planet. Und ich muss sagen, direkt... Es ist mein Heimatplanet, weil genau so ein Planeten wie der hier jetzt ist, habe ich schon lange gesucht und nicht gefunden. Ich habe den auch noch nicht so... Oh, scheiße, Meteoritensturm. Entdeckung, Entdeckung. Ich bleib mal hier drin. Ich habe lange nach so einem Planeten gesucht und jetzt endlich einen gefunden. Ich werde hier wohl mein erstes Haus dann bauen. Also mein zweites Haus, aber das erste jetzt mit der Figur. Und werde auch hier meinen Heimatplaneten hinsetzen. Also, okay, der ist wohl eher hier hinten eingeschlagen. Hier, das sind Aliens, böse. Ich habe den Planeten etwas schon erkundet, aber halt, ey... Aber halt noch nicht so wirklich. Ich habe halt direkt am Anfang... Oh, ich bin fast tot. Ich habe direkt am Anfang wirklich... Also, als ich gespawnt bin, stand da eine Kiste und da war direkt eine bessere Waffe drin. Das ist doch mal nett, habe ich mir gedacht. Ich werde hier jetzt auf jeden Fall erstmal das ganze Holz abarbeiten und dann werde ich... hier, Stein werde ich dann abarbeiten. Und dann fangen wir mal den Hausbau an, würde ich sagen. Aber vorher, damit wir auch nicht diesen Planeten verlieren, werde ich mal hingehen und werde den Planeten hier als meinen Heimatplaneten angeben. Und dann hoffe ich mal darauf, ja, dass der so bleibt. Und hier ist schon wieder etwas. Aber wie ich auch gleichzeitig sehen muss, hier ist Gift. Das finde ich schon mal ziemlich scheiße, weil ich nämlich immer das Glück habe. Na komm. Ich habe immer das Glück, dass ich reinfalle. Haben wir nicht... Wir haben doch eben auch Dreck aufgehoben. Wo ist... Ah, hier ist der Dreck. Und Glas habe ich auch schon aufgehoben. Und zwar... Machen wir das jetzt einfach so, dann kann ich da auch nicht reinfallen. Nur 150 Pixel kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Die da sind, soweit ich das in Erinnerung habe, auch böse. Ja. Geht doch mal weg. Also ich muss sagen, diese Stichwaffen sind irgendwie scheiße. Hier haben wir Trauben. Die sind natürlich auch nicht schlecht. Bisschen Kohle. Ach, guckt euch das an. Hier ist schon wieder was. Oh, hier ist aber schön viel Geld. Das packen wir uns natürlich mal. Money. Also wir haben heute echt Glück. Aber genau so ein Haus, also genauso wie das da, ist rechts, also wenn man nach rechts geht, auch gewesen. Genau das gleiche, sogar mit dem gleichen Schild und alles. Also haben die hier gerade random Copy and Paste gemacht. Das ist ja unglaublich. Komm her. So. Die Lampe nehmen wir uns auch mal mit. Die kann man bestimmt für einen Keller oder so gut gebrauchen. Ich habe auf jeden Fall auch vor, aus meinem Haus heraus... Alter. Aus meinem Haus heraus so einen Mineneingang irgendwie zu machen. Na komm rauf. Okay, da. Bandage. Ach Quatsch, ich wollte das ja abarbeiten. So, wer weiß, wann wir diese Türen brauchen können. Ah, ich weiß nicht, ob der gut ist. Aber der sieht friedlich aus. Das heißt, der ist wahrscheinlich... Sage ich doch, der ist böse. Immer die, die friedlich aussehen, die sind dann böse. Könnt ihr euch eigentlich auch mal merken? Na? Abflug. Holen wir uns noch die Bäume hier. Natürlich die Trauben. Jedenfalls sieht es aus wie Trauben. Also, wenn das keine Trauben sind, dann weiß ich auch nicht.
Wir haben es übrigens gerade 23.36 Uhr, also ein bisschen später. Aber ich dachte mir, na komm, weißt du was, du nimmst jetzt noch mal ein bisschen Starbound auf. Irgendwie habe ich in letzter Zeit tatsächlich nicht so viel Starbound gespielt. Das lag auch daran, weil mir das Spiel irgendwie immer wieder abkackt. Ich verstehe es nicht. Also ich hoffe wirklich mal, ich krieg auch keine Updates. Also ihr könnt mir ja mal sagen, von wann euer letztes Update ist. Ich habe mein letztes am 23. bekommen und irgendwie lädt Steam ja auch kein neues runter, falls es ein neues gibt. Mal schauen, vielleicht kommt das die Tage, aber jetzt war es auf jeden Fall noch nicht so. Finde ich ziemlich scheiße, muss ich sagen, weil, keine Ahnung, irgendwie kackt mir das Spiel ab die ganze Zeit. Ich meine, ich hab's schon jetzt neu installiert und alles. Kann ja nicht angehen. Gib mir die Axt. So. Gib mir die Axt, Quatsch, gib mir die Ranken. Jetzt hier, gib mir die Baumstämme. Ich hätte auch Holz sagen können. Naja, was soll's. Also ich habe überlegt, muss ich sagen, was könnte ich denn bei Starbound so labern? Ich meine, natürlich kann man jetzt die ganze Zeit über Starbound labern, das ist klar. Aber ich habe mir überlegt, es ist ja so ein ruhigeres Spiel. Und eigentlich gibt's ja auch keine wirklichen Dialoge oder Cutscenes oder sonst irgendwas. Ich könnte auch hingehen und während ich Starbound spiele, über Themen reden oder irgendwas anderes. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch da so vorstellen würdet. Nur halt jetzt nicht über irgendeinen Schwachsinn labern. Oh, da ist ein Boss. Ich meine, ich würde mich schon mit dem anlegen. Vielleicht... Oh, scheiße. Alter. Kann der... Mal aufhören. Na? Ich habe eine Waffe bekommen. Was habe ich bekommen? 5. Ist euer Ernst? 5. Meine Waffe macht 10. Hat die eine Sekundärfunktion? Ah, die kann Sachen schießen. Das sogar recht schnell. Was macht der so? Okay. Na, wir probieren mal aus. Vielleicht kann der ja was. Ich meine, man soll ja allem eine Chance geben. Außer es ist wirklich zu schlecht. Ich habe 13 von diesen Türen, sehe ich gerade. Ist schon happig. Holz ist auf jeden Fall jetzt auch erstmal unsere Hauptaufgabe. Plus dann natürlich danach den Stein einzusacken. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe gerade momentan gar keinen Bock auf Bioshock. Ich werde vielleicht die Tage mal wieder Bioshock aufnehmen, aber ich muss auch zugeben, ich bin ein bisschen angepisst, dass das so ab der zweiten Folge immer anfängt zu laggen. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe so eine Vermutung, warum das ist. Naja, das macht so ein bisschen den Spaß am Aufnehmen kaputt, aber... Das soll uns jetzt nicht an Starbound oder sonst was hindern. Ich habe ja übrigens diese Woche, oder eher gesagt letzte Woche, Samstag, den Shooter-Samstag eingeleitet. Und ja, da wird ja momentan Painkiller gespielt. Ich werde natürlich Painkiller auch komplett durchspielen. Ich habe mir jetzt sogar 2 Add-ons dafür gekauft. Ich glaube, das sind Add-ons. Einmal, was war's? Painkiller Resurrection oder so, keine Ahnung, und Overdosed. Allerdings habe ich ein Problem mit Overdosed. Ich glaube, das heißt so, also irgendwas mit O auf jeden Fall. Derjenige, der Painkiller kennt, der wird das wahrscheinlich auch kennen. Und zwar habe ich mir das bei Steam gekauft für 5 €. Problem, ich kann es nicht downloaden. Also da kommt immer, Steam kann nicht mit dem Server connecten, beziehungsweise ich kann nicht mit dem Server connecten und kann dann hingehen und mir das Spiel runterladen. Und das ist ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Bandagen, 16 Stück, naja. Besser als nix, ne? Wo sind sie? Da sind sie. Ich muss sagen, ich hatte ja auf meinem anderen Namen der Figur
Wie hießen die überhaupt? Ich habe gar keinen Plan mehr. Die habe ich auch noch. Da hatte ich ja wirklich viel Ausrüstungszeug. Ich werde auch tatsächlich mal mit dem weiterspielen, privat. Da werde ich dann mal nach so einem Planeten gucken. Wenn ich dann so einen Planeten finde, werde ich auf dem Planeten mein Haus bauen. Einfach aus einem bestimmten Punkt. Ich habe dann nämlich übertrieben viel Zeug fürs Haus. Das ist jetzt eigentlich ein ziemlich doofer Grund, aber es ist ein wahrer Grund. Und warum soll ich mir die Mühe machen und das Zeug einfach dann irgendwie bei der Figur lassen, was ich mir ja eigentlich dann gut da zusammen geklaut habe. Naja, es ist ja doch tatsächlich eigentlich nur zusammengeklaut. Aber trotzdem, ich meine, es ist trotzdem jede Menge Zeug. Und warum soll ich das dann nicht irgendwie nutzen? Vor allem, ich meine, man muss ja auch mal sagen, die Leute, die machen ja auch nichts, ne? Also die machen ja nichts, wenn man die Sachen hat. Das heißt, die sollen sich nicht so anstellen, wenn ich denen da die ein oder andere Sache wegnehme. Also das war vielleicht, was habe ich denen weggenommen? Allerhöchstens ein oder zwei Betten, aber mehr auch nicht. Na komm. Also ich muss echt sagen, diese Steinspitzhacke ist so scheiße. Ich meine natürlich, die ist besser als diese Anfangspistolenkacke, die man da hat. Aber ich muss wirklich sagen, also ich weiß nicht. Die Spitzhacke ist jetzt nicht so mein Favorite. Na komm, ich kann da hochkommen. Weißt du was, du kannst mich machen. So. Gib mir die Traube. Was haben wir hier? Wir haben mal Geld. Geld können wir immer gebrauchen. So. Übrigens spiele ich jetzt einen von diesen Aqua-Leuten da. Also, ich gehe die Rassen einfach mal durch. Ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, ich kann nur Menschen spielen. Ich meine, ich habe ja mit Menschen angefangen, dann habe ich ja einen Affen gehabt. Jetzt zuletzt, dann hatte ich ja jetzt hier sowas. Ich glaube, ich hatte auch nochmal so einen Vogelmenschen. Ich hatte schon einige Figuren, aber leider auch manchmal durchs Update. Also, durch so ein Update können auch Sachen kaputt gemacht werden. Hier, da holen wir uns noch kurz das Holz. Dann geht die Luzi weiter. Ja, damit, ah, scheiße. Ich wollte diese Samendinger, die braucht man nicht. Ey, das Teil schlägt aber schnell zu. Also das ist klasse, muss ich sagen. Das hat sich bis jetzt schon gut herausgestellt hier. Ach so, Trauben geben uns Leben. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich habe nur gedacht, das würde vielleicht auch was gegen den Hunger tun. Ich meine, ne? Wie viel geben die einem wieder? Kann man nicht sehen, okay. Schade. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen, so Werte. Okay. Ich weiß nicht, was diese Rauchwolken zu bedeuten haben. Ich meine, ich weiß, dass die Teile einen verbessern können. Aber ich glaube, wenn die so verpuffen einfach, dann ist das halt verpufft, nenne ich. Na komm, das hier holen wir uns noch. Übrigens wollte ich vorhin, oder was heißt vorhin, eigentlich kurz vor diesem Video, wollte ich eigentlich Just Cause aufnehmen, also zwei Multiplayer, einfach so meine ersten Eindrücke. Und ich muss wirklich sagen, also für die Leute, die kein GTA 5 haben und keinen Bock haben auf GTA 5, ah, voll behindert, die können sich gerne diesen Multiplayer holen, diesen Mod ist das ja, also... Ich finde den voll... Ich weiß nicht, also ich bin sehr, sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite finde ich es recht lustig. Auf der anderen Seite kotzt es mich aber an, dass jeder jeden abballert einfach nur. Und wenn man nur irgendwie Stunts machen will, kommen trotzdem diese Spacken an und wollen einen fertig machen. Und hier sind fette Waffen drin. Also ein Hammer, den ich nicht brauche. Und eine Axt, die Feuerschaden macht mit 9. Schon nicht schlecht. Ach komm, ich baue einfach die ganze Truhe ab. So, dann bauen wir hier noch ein bisschen das Glas und hier die beiden Lampen ab.
So. Und geht halt. Na? Oh, jetzt. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Bisschen mal hier wieder Holz hacken. Ich weiß, es ist eine ziemlich langweilige Folge eigentlich, weil ich hier nur doof rumlaufe, aber ich meine, wer weiß, was man dabei erkundet. Ist ja auch so ein Punkt. Ja, kommt her, beide. Ich schlag euch beiden ins Gesicht. Boah, das ist ja auch geil. So eine Uzi schon fast. Ich hatte ja schon auf meiner anderen Spielfigur so eine doch recht schnell schießende Waffe. Keine Uzi, aber schon eine recht schnell schießende. Also ich glaube irgendwie, die hatte auch eine DPS oder wie das heißt, von 2. Die ging schon nicht schlecht ab, aber naja, die hat halt extrem wenig Schaden gemacht. Die hat, glaube ich, nur 3 oder so gemacht pro Schuss. Das ist jetzt natürlich, wenn man überlegt, da prasseln dann irgendwie 4 von diesen Dingern auf den Gegner ein, ist das natürlich schon wieder ein Schaden von 12, aber naja, ich meine, ich mache hier mit 2 Schlägen, die auch so schnell rauskommen oder so schnell getätigt werden können, wie so ein Schuss da, mache ich 12 Schaden. Da finde ich so Waffen schon besser. Ich finde zwar, man sollte, wenn man jetzt nicht hier so eine Waffe hat, die auch so einen Angriff hat, sollte man vielleicht schon drüber nachdenken, auch immer eine Fernkampfwaffe dabei zu haben. Beziehungsweise einen besseren Bogen vielleicht noch. Aber sonst, also ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Fan von diesen Waffen, die ich bis jetzt hatte. Beziehungsweise von den Schusswaffen, die ich bis jetzt hatte. Und der Typ friert jetzt schon. Ich hätte einen Roboter nehmen sollen. Die frieren so langsam, wenn überhaupt. Sehe ich hier was? Nö, hier ist nix. Ah, eine Truhe. Platin, jawohl. Eine Axt, die ich nicht brauche, aber ja. Mein Gott. Bauen wir das ab? Wir bauen das ab. Und dann würde ich sagen, ab aufs Raumschiff und bis zum nächsten Part. Haut rein.